propagandistischen YouTube-Channel der nordkoreanischen zentralen Nachrichtenagentur ist am Montag ein neues Video veröffentlicht worden, das einen fiktiven Angriff auf das Weiße Haus und das US-Kapitol zeigt. Die Hochburg des Krieges in der Entfaltung einer Atombombe ist der Titel des Clips. Das Propagandamaterial zeigt in den ersten Minuten das militärische Format der USA mit Flugzeugträgern, Bombern, Kampfgeschwadern und Soldaten. Diesen Bildern wird die Kriegsgewalt Nordkoreas gegenübergestellt. Die nordkoreanische Artillerie rüstet sich für den Krieg. Raketen werden aufgefahren und unzählige Bomben abgeschossen.동굴이 로켓은 발사 명령을 기다린다. 인류의 평화와 안전을 지켜 선군 조선의 다중화된 정밀 핵 파격 수단들은 발사의 순간을 기다린다. 나라의 제거리 민족의 자수권을 수호하는 최고 사령부 2차 3차 대응 조치엔 공고가 없다. 우리의 자위권 행사는 화산이다, 불폭풍이다. 백두산 혁명강군의 성대는 자비를 모른다. 이 땅을 0.001mm라도 침범한다면 알아서 돌아갈 놈은 한 놈도 없다. 전쟁광 신자들은 이 행성 그 어디에서도 피신처를 찾지 말라. 조선의 전략 로켓의 사거리엔 한계가 없다. Nun löst das Propaganda-Video auf, der Zielscheibe der nordkoreanischen Feuersalven sein soll. Die USA, denn das Weiße Haus erscheint im Fadenkreuz eines Scharfschützen. Kurz darauf explodiert das US-Kapitolgebäude in einem Feuerball. Es bleibt ein riesiges Loch. Am Ende des rund 4 Minuten langen Videos werden erneut salvenartig Raketen abgefeuert. Unzählige Explosionen folgen. Dieses Video ist das neueste in einer Reihe von ähnlichen propagandistischen Kurzfilmen, die auf dem nordkoreanischen YouTube-Channel Urimin Tsukiri erscheinen. Immer wieder werden fiktive Raketenangriffe Nordkoreas gegen die USA zum Inhalt der Videos. 통일의 열병식 광장을 우리는 본다. 백두 용장들의 수다에서 전격기로 따져진 부족의 폭력, 선군의 힘을 총폭발시키자 선열의 불벼락을 한 대승으로 터치어 이대의 영원한 열망을 선고하리라.